Hallo meine Freunde des erhöhten Pulses. Solltet ihr neu auf diesem Kanal sein, abonniert jetzt den Kanal, damit ihr auch keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Die Gewaltkriminalität steigt im ersten Halbjahr 2023 um 17%. Da können wir uns erstmal überlegen, wie könnte denn das irgendwie mit der Entwicklung in diesem Land zusammenhängen? Da gehen wir aber noch im weiteren Verlauf ein bisschen genauer drauf ein. Die aktuelle Kriminalitätsstatistik zeigt, Gewalttaten haben im ersten Halbjahr 2023 um 17% zugenommen. Experten des Bundeskriminalamtes sehen dafür mehrere Gründe. Ja, es gibt definitiv mehrere Gründe. Einer könnte beispielsweise die Zuwanderung sein, illegale Migration. Das ist aber nur so ein Indiz, so ein Anhaltspunkt. Ich blende euch hier mal eben kurz eine Statistik ein, wie viel Zuwanderung wir beispielsweise in 2022 bekommen haben. Da sieht man auch die Vorjahre. Also es ist ein deutlicher Anstieg von Fachkräften, die ja in der Kriminalitätsstatistik sowieso schon extrem überrepräsentiert. Möchte natürlich niemand hören, weil ist ja ganz böse, aber das sind einfach die Fakten und die Daten, die wir dazu haben. Und das jetzt zu sagen, nein, das ist irgendwie nur rechts und das ist nur Propaganda, das geht natürlich nicht, weil, wie gesagt, wir reden hier von den Fakten, von den Daten, die uns von der Polizei vorliegen. Das Bundeskriminalamt BKA hat im ersten Halbjahr von 2023 einen deutlichen Anstieg der Gewaltkriminalität in Deutschland verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Gewalttaten nach vorläufigen Zahlen der Polizeibehörden um knapp 17% gestiegen. Die Gesellschaft ist leider gewalttätiger geworden, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD. Die Ursachen dafür seien vielfältig. Also, Frau Faeser, den Leuten zu unterstellen, dass der Michel im Allgemeinen gewalttätiger geworden ist, die These halte ich für extrem steil. Es könnte ja auch einfach sein, dass gewisse Bevölkerungsgruppen generell gewalttätiger sind und wenn wir mehr von diesen Bevölkerungsgruppen in Deutschland haben, generell die Kriminalität steigt. Aber das ist nur so eine Theorie. Wir kommen auch wahrscheinlich in den Tagen nochmal auf Schweden und die Niederlande zu sprechen, weil dort ist ja ein Trend, der in Deutschland wahrscheinlich erst so in 2-3 Jahren kommt, zu sehen. Darauf kommen wir dann aber in späteren Videos. Also wie gesagt, abonnieren, damit ihr kein Video verpasst. Die Zahl der Straftaten insgesamt sei um rund 11% gestiegen, zitierte Faeser aus der polizeilichen Kriminalstatistik, in die alle Delikte und Tatverdächtigen einfließen, die der Polizei bekannt werden und die sie nach ihren Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft weitergibt. Vor allem auf öffentlichen Straßen und Plätzen seien mehrere Gewalttaten zu verzeichnen, weniger in privaten Wohnraum, hieß es. Als Gründe für den Anstieg nannte das Bundeskriminalamt unter anderem den Wegfall der letzten Corona-bedingten Einschränkungen im Frühjahr 2023. Seitdem seien wieder mehr Menschen in der Öffentlichkeit unterwegs, wodurch sich auch wieder mehr Tatmöglichkeiten und Anlässe ergeben hätten. Also wenn ich das so lese, kommt mir das so ein bisschen vor wie so ein Theaterspiel. Also wie kann es denn sein, dass sie sagen, ja, es sind einfach mehr Leute in der Öffentlichkeit unterwegs und ja, deshalb passiert halt auch mehr und da kann man halt nichts gegen tun. Doch, da könnte man eine ganze Menge gegen tun. Leute, die Straftaten begehen und die dann auch überführt werden, hart bestrafen, wäre das Erste. Weil wie oft passiert es, oder wie oft lest ihr das beispielsweise, könnt mir ja gerne mal in Kommentare schreiben, wie oft lest ihr das denn oder hört Berichte beispielsweise halt auch hier auf dem Kanal, dass Leute Taten begehen, die dann aber erstmal wieder eine Gefährderansprache bekommen oder wieder auf freien Fuß kommen. Also das macht die Sache ja nicht besser. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass es so, dass viele Taten von wenig Leuten begangen werden. Heißt, wir haben nicht, dass jeder Bundesbürger eine Tat begeht, sondern wir haben es eher so, dass beispielsweise von 100 Leuten vielleicht 10 Leute Taten begehen und dann von diesen 10 Leuten 1 bis 3 Leute vielleicht nochmal deutlich, deutlich mehr Taten begehen. Wenn man das natürlich dann im Schnitt rechnet, dann begehen natürlich von den allen 100 Leuten mehr Leute Taten.
im Schnitt gesehen. Aber eigentlich ballt sich das ziemlich auf gewisse Leute. Als einen weiteren Grund für den Anstieg führte das BKA auch die Inflation an, die erstmals seit Jahren in der Bevölkerung als wesentliches Problem wahrgenommen werde. Dies korreliert mit den Zahlen der Gewaltdelikten, teilte die Behörde mit. In wirtschaftlich schwächeren Regionen seien mehrere Fälle und Tatverdächtige registriert worden. Könnte es nicht auch generell einfach Ballungsgebiete betreffen, die ja meistens, ich sag mal, höhere Kriminalität aufweisen als beispielsweise das Land? Und was haben wir in Ballungsgebieten häufig? Na, kannst du mir in die Kommentare schreiben, was wir da vielleicht haben, möglicherweise? So in München, Frankfurt, Köln. Na, ich weiß, euch liegt es auf den Lippen. Auch die Folgen der großen Pandemie-Maßnahmen waren laut BKA ein Grund für mehr Gewalt. Besonders Kinder und Jugendliche seien davon belastet gewesen. Das könnte sich laut Polizeiangaben ebenfalls darauf auswirken, dass Menschen anfälliger für Straftaten werden. Ach so, die wollen jetzt darauf hinaus, dass die Leute ja traumatisiert sind. Ich weiß, die Zeit war gerade für Kinder und Jugendliche sehr, sehr belastend, wo man ja im Nachhinein sagen muss, da hat die Regierung vielleicht nicht ganz so korrekt gehandelt, aber wer bin ich schon, dass ich die Regierung dafür kritisiere? Also wird jetzt die Schuld quasi auf Kinder und Jugendliche geschoben, dass die ja nicht so kriminell sein sollen und ihr Gewaltpotenzial bitte nicht komplett ausschöpfen. Finde ich schon irgendwie frech. Aber wir wissen ja alle, die meisten Täter sind sehr traumatisiert und meistens auch besonders gut integriert. Der relative Anstieg bei Ausländern ähnlich dem bei Deutschen. Münch bekannte als weiteren Grund die derzeitige hohe Zuwanderungsrate, wodurch sowohl die Bevölkerungszahl insgesamt ansteige, als auch der Anteil von Ausländern an der Gesamtbevölkerung. Es sei davon auszugehen, dass viele Schutzsuchende mehrere Risikofaktoren aufweisen, die Gewaltkriminalität wahrscheinlicher machen. Dazu gehört die Lebenssituation in den Erstaufnahmeeinrichtungen sowie wirtschaftliche Unsicherheit und Gewalterfahrung. Ich finde es interessant, dass das Thema Zuwanderung hier aufgenommen wird. Es bedeutet also, sie können es nicht mehr schönen. Es ist definitiv ein Fakt und muss jetzt hier selbst in der Zeit anerkannt werden. Aber was macht die Zeit? Die Zeit sagt nicht, okay, das ist wahrscheinlich das größte Problem. Nein, sie schiebt es erstmal nach hinten. Heißt, wenn die Leute diesen Bericht lesen und diesen Bericht nicht zu Ende lesen, dann stolpern sie vielleicht gar nicht über die Zuwanderung und der rosa Elefant im Raum ist überhaupt kein Problem. Und ja, diese hohe Zuwanderungsrate ist definitiv ein Problem, wenn man sich anguckt, dass die Zuwanderer in der Kriminalstatistik deutlich überrepräsentiert sind bei sehr, sehr vielen Delikten. Und wenn es davon mehr Leute gibt, wird die Überrepräsentation natürlich anteilig steigen. Aber wir hören ja direkt auch eine Relativierung dieser Situation, weil die sind ja alle traumatisiert. Also die flüchten vor den schlimmsten Sachen, kommen hier nach Deutschland und werden hier auch erstmal mit der wirtschaftlichen Unsicherheit konfrontiert. Also die können beispielsweise einfach so für Nichtstun Geld bekommen. Das ist schon eine extreme Unsicherheit. Und wenn ich mir das Pflaster und die Innenstadt in Deutschland angucke, ja, da ist eine gewisse Unsicherheit zu spüren, gerade für junge Frauen. Ich finde es einfach nur frech, dass die Medien jetzt hier erstmal die schützende Hand darüber legen und sagen, ja, wir müssen es zwar ansprechen, aber auch nur komplett abgeschwächt. Bei den Gewalttaten war laut BKA im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar ein starker Anstieg bei Ausländern als bei Deutschen zu verzeichnen. Im Verhältnis zur deutlichen angestiegenen Anzahl nicht-deutscher Menschen an der Gesamtbevölkerung falle der relative Anstieg deutscher und nicht-deutscher Straftäter jedoch ähnlich aus. Könnte das auch vielleicht daran liegen, wir haben
2,6 Millionen Leute in 2022 aufgenommen. Okay, das ist mehr, doppelt so viel als 2021. Okay, aber könnte das vielleicht auch damit zusammenliegen, dass wir auch vielen Leuten, die neu hinzugezogen sind, die vielleicht besonders gut integriert sind, wie wir ja in den Medien öfters lesen, einen deutschen Pass bekommen haben und die dann in die Statistik fallen und in der Statistik als Deutsche geführt sind? Wäre das eine Möglichkeit? Oder ist das komplett ausgeschlossen? Weil das würde ja sehr viel erklären. Die Zahl der Straftaten, also solche mit oder ohne Gewalt, im Bereich der politisch motivierten Kriminalität insgesamt, hatte sich binnen 10 Jahren mehr als verdoppelt, sagte der BKA-Präsident Holger Münch. Das zeigt die Zuspitzung politischer und gesellschaftlicher Spannungen, teilweise bis hin zu einer versuchten Dislegitimierung des Staates und seines Gewaltmonopols. Letzteres rührte vor allem aus dem Milieu der Reichsbürger her. Münch führte aber auch das sinkende Vertrauen in den Staat als Grund an. Schon Anfang des Jahres hatte das BKA einen starken Anstieg der politisch motivierten Körperverletzungen bekannt gegeben. Wir wissen ja alle, rechts ist böse und links ist etabliert und islamisch motiviert gibt's nicht. Also es heißt, Taten, die jetzt beispielsweise in Deutschland begangen werden, gegen irgendwelche beispielsweise jüdischen Einrichtungen, ja, das ist alles rechte Gewalt, egal wer es verübt hat. Und jetzt überlegt euch mal, was in den letzten Tagen, Wochen passiert ist, was vielleicht auch in Deutschland und Europa auf den Straßen los war. Und dann überlegen wir uns mal, wo könnte diese ganze Missgunst und Verachtung denn herkommen? Uiuiui, jetzt geht's im nächsten Abschnitt direkt darum, das ist ja komisch, mehr Straftaten mit antisemitischem Motiv. Seit den Angriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober gibt es in Deutschland auch deutlich mehr Straftaten mit antisemitischem Hintergrund. Das ist ja komisch. Ist da auf einmal so ein ganzer Bus mit Reichsbürgermords angekommen? Das ist echt sehr, sehr komisch. Vielleicht hat es ja auch mal was anderem zu tun, als was die Medien uns versuchen hier einzutrichtern, weil in den Medien wird uns gesagt, rechts ist böse, rechts ist böse, rechts ist böse, egal was andere sagen, egal was Statistiken sagen, rechts ist böse, Zuwanderung ist immer gut. Und das ist halt leider faktisch falsch. Dem Bundeskriminalamt zufolge waren seitdem 680 antisemitisch motivierte Straftaten gemeldet worden. Mehr als 550 davon wurden im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt stehen. Das liegt deutlich über dem Durchschnitt. Wer hat diese Taten denn begangen? Daniel und Michael? Man weiß es nicht. Also, ihr wisst es schon, aber die Medien stellen sich natürlich jetzt doof. Insgesamt gab es demnach 3.744 Straftaten im Zusammenhang mit diesem Konflikt. Davon mehr als 460 Gewaltdelikte. Die Ereignisse im Nahen Osten hatten unmittelbar Einfluss auf das Radikalisierungsgeschehen in Deutschland, sagt Münch. Im Bereich ausländischer bzw. religiöser Ideologien gab es allein im Oktober mehr als 3-mal so viele Straftaten wie die Anzahl aller erfassten Delikte zwischen Januar und September. Oh, und jetzt kommt noch was Richtiges und das ist der Hammer. Ergänzungshinweis. In der ersten Version dieser Meldung war der stärkere Anstieg der von Ausländern verübten Gewalttaten nicht erwähnt. Der hinsichtlich des gestiegenen Anteils von Ausländern an der Gesamtbevölkerung aber ähnlich wie bei deutschen Bevölkerungsanteilen ausfällt. Wir haben die Meldung noch einmal umfassend ergänzt. Also wollten wir, wie wir ja gerade schon festgestellt haben, wollten die das in der ersten Meldung überhaupt nicht nennen. Okay, wir kennen das ja. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ich persönlich glaube, hier wird ein absolutes Framing betrieben und die Medien möchten darüber gar nicht so wirklich berichten, weil würden sie es machen, würden Parteien, die, ich sag mal, in den Medien
nicht gerade gefeiert werden, sehr davon profitieren, weil diese das Thema ansprechen und die etablierten Parteien eher sagen, nein, also hier gibt es eigentlich überhaupt kein Problem. Und ich bin sehr gespannt, was die Ampel macht, weil wenn sie jetzt sparen muss, und es sieht ja sehr danach aus, außer sie tricksen wieder rum und es landet wieder vor dem Verfassungsgericht, wie beispielsweise, ja, wir erklären jetzt einfach mal eine Notlage. Wir warten mal ab, was passiert. Ich persönlich finde es eine absolute Katastrophe. Und wenn wir uns die Zuwanderungszahlen hier nochmal eingeblendet der letzten Jahre angucken, könnte das mit ausschlaggebend sein, dass die Kriminalität immer weiter steigt. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass Ausländer in Deutschland sehr überrepräsentiert sind. Vor allem, wir haben ja auch gelesen in einem der früheren Berichte, dass abgelehnte Asylbewerber nochmal deutlich krimineller sind als nicht abgelehnte Asylbewerber. Und wir haben ja in aktuell in Deutschland das Problem, dass jeder, der nach Deutschland kommt, hier bleibt, egal ob abgelehnt oder nicht. Weil, naja, so wirklich abschieben tun wir nicht. Und das ist vielleicht auch ein weiteres Problem, was man hier noch ansprechen sollte. Entschuldige mich für meine Stimme, aber für mich ist es wichtiger, euch die Informationen zu präsentieren, als auszusetzen und euch keine Informationen zu präsentieren. Dann muss es leider auch mit einer bisschen verschnupften Stimme reichen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Mich würde es interessieren, was du über diese verschleierungshafte Art und Weise, wie die Zeit hier journalistisch tätig ist, denkst. Ist es korrekt so, dass man die Meldung auch ohne die Ausländerrate reinnimmt? Oder ist es eher das Problem, dass dadurch die Bevölkerung vielleicht auf eine falsche Fährte gelockt wird? Wir hören uns beim nächsten Video wieder und bis dahin bleibt gesund und passt auf euch auf.